Und jetzt kommt das aktuell meistverkaufte Produkt aus unseren Online-Charts. Weiter geht's jetzt hier bei Pearl TV mit unserem Online-Topseller des Tages. Und natürlich kaufen Sie auch super gerne online ein. Das macht natürlich auch Spaß. Und bei diesen zwei Produkten, die wir Ihnen jetzt hier vorstellen können, haben wir auch eine super Bewertung auf Amazon. Und ich finde das immer sehr, sehr wichtig, dass man das gut bewertet, wenn es auch gut ist. Und ich verlasse mich da immer drauf. Und wie gesagt, hier bei unseren Produkten haben wir super viele Bewertungen bekommen. Und die sind natürlich auch vom Preis jetzt hier nochmal bei Pearl TV super klasse. So ein bisschen was Retro-mäßig. Was Ihnen zum einen Licht bietet, zum anderen aber auch mal eine richtig schöne frische Brise serviert, wenn jetzt hier die Temperaturen steigen. Wir hatten es in den letzten Tagen gerade über das lange Pfingstwochenende schon zum Teil mit 23, 24 Grad. Ganz schön warm und ich möchte gar nicht wissen, wie das dann aussehen wird, wenn wir erstmal in die Monate Juni, Juli, August vordringen, wenn es dann auch gut und gerne mal 30, 32 oder 35 Grad werden sollten. Und das Schöne ist, liebe Zuschauer, Sie müssen jetzt gar nicht unbedingt viel investieren, um eine Klimaanlage oder irgendein anderes Kühlgerät aufzubauen. Wir arbeiten jetzt hier, und das sollten Sie vielleicht zu Hause auch mal überdenken, mit einem sogenannten Deckenventilator. Genauer gesagt mit einer richtig praktischen 2-in-1-Lösung. Licht und Deckenventilator. Ventilator in einem. Normalerweise musste man sich in der jüngeren Vergangenheit immer entscheiden, möchte ich ein tolles Oberlicht oder habe ich vielleicht einen Ventilator? Beides war baulich bedingt häufig so nicht möglich. Jetzt haben Sie beides hier an dieser Stelle. Sie geben mir wahrscheinlich recht, wenn ich sage, diese Lichtfarbe ist an sich viel zu hell. Deswegen können wir sie hier natürlich auch mal ein wenig verändern, wenn wir das möchten. Ich gehe jetzt mal hier auf ein bisschen wärmeres Weiß und gehe auch mal von der Leuchtleistung ein bisschen runter. Dann kann man das gute Stück mal komplett in Aktion sehen. Sie sehen, ich habe hier ganz einfach und komfortabel mit der passenden Fernbedienung jetzt hier die Lichtfarbe eingestellt. Das heißt, wir haben hier einen dimmbaren Lichteffekt, den du gerne etwas heller oder etwas dunkler machen möchtest. Etwas kühler von der Farbgestaltung oder etwas gemütlicher in Richtung Warmweiß, so wie du es haben möchtest. Und jetzt kommt der Fall, den ich gerade angesprochen habe. Es geht auf 28, es geht auf 30, es geht auf 32 Grad Celsius und man hat schon das Bedürfnis, die Rolllade runterzumachen, damit es drinnen kühl bleibt. Aber ich bitte Sie, wir haben jetzt so lange da draußen auf das schöne Wetter gewartet. Machen Sie doch einfach Folgendes. Machen Sie doch ganz einfach hier Ihren Ventilator an. Und dann haben Sie natürlich jetzt hier die tolle Möglichkeit, sich ganz einfach mal von einer schönen, angenehmen Brise verwöhnen zu lassen, die natürlich auch sehr angenehmerweise von oben kommt und Ihnen nicht irgendwie von so einem Standventilator genau in die Augen pustet. Ich glaube, so etwas simuliert eher so diesen natürlichen Windhauch, den man so gerne hat und den sicherlich der ein oder andere aus dem Urlaub kennt. Soweit, so gut. Ein Ventilator hat in der Regel so einen bestimmten Wirkungskreis. Das heißt, oben ist der Ventilator und der pustet Ihnen dann diese angenehm kühle Luft so in diesen Raum hinein. Wenn Sie das aber gerne ein bisschen mehr verteilen möchten, ja, wenn Sie den ganzen Raum gerne mit einer schönen, kühlen Brise erfrischen wollen, machen Sie einfach Folgendes. Dann machen Sie doch ganz einfach hier die Oszillation noch zusätzlich mit an. Und das bedeutet, hier verteilt sich natürlich diese angenehm kühle Brise über diese Oszillation im ganzen Raum. Selbstverständlich können Sie nicht nur die Lichtfarbe wählen oder natürlich auch die Intensität des Lichtes dimmen, etwas heller oder etwas dunkler. Selbstverständlich haben Sie auch drei Ventilatorenstufen. Das heißt, von der angenehm kühlen Brise bis hin zu einem etwas kräftigeren Lüftchen, wenn die Temperaturen steigen, ist hier grundsätzlich alles mit drin. Finde ich eine ganz tolle Variante. Ich finde den von der Größe super. Yeah. Vollmetallausstattung für diesen Preis, kann ich verstehen, dass unsere Kunden diese Top-Bewertungen unter anderem auch bei Amazon abgegeben haben. Ja, und wir haben natürlich auch einen Top-Preis für Sie exklusiv, weil Sie hier Pearl TV schauen. Und der liegt hier bei gerade mal 149,99 € für unseren 2-in-1-Deckenventilator. Und natürlich auch Deckenleuchte, finde ich auch klasse mit den unterschiedlichen Lichtfarben hier. Finde ich super. Und natürlich auch auf Amazon haben wir super Bewertungen. 4,2 Sterne, das ist ja richtig ordentlich. Wahnsinn. Klasse, oder? Ja, ich sag mal, weißt du, gerade in diesem Jahr, gerade bei diesen enormen Strompreisen, überlegt man sich ja wirklich zweimal, schalte ich jetzt eine Klimaanlage ein, die gerne mal auf 1200 Watt oder mehr kommt pro Stunde. Das muss man sich erstmal leisten können. Da ist ja Kühlung in diesem Jahr definitiv mal ein richtiger Luxus. Diese hier sind sehr, sehr verbrauchsarm, dabei aber unglaublich effektiv. Und gerade in der Kombination kühle Brise mit dem richtigen Licht, egal ob nun etwas gemütlicher, etwas gedimmter oder gerne mal etwas heller zum Putzen oder wenn man ganz einfach mal gemütlich oder bei Tisch sitzt und einfach mal eine vernünftige Beleuchtung
Beleuchtung braucht. All das kannst du hier super einstellen. Mich begeistert allen voran hier aber auch die Oszillation, dass du hier also auch diese kühle Brise im ganzen Raum verteilen kannst. Ich glaube, wir kennen alle diesen Standventilator. Ich habe noch aus dem letzten Jahr einen im Schlafzimmer stehen. Ich möchte wetten, wenn ich den das erste Mal einschalte, kommt mir erstmal so eine enorme Staubwolke entgegen. Glaube ich auch, ja. Und dann immer dieses Brrr, Brrr, wenn der von rechts nach links schlägt. Das ist natürlich fürchterlich. Ich habe ihn jetzt hier mal auf Stufe 1. Ich halte ihn mal ganz kurz fest, bevor der uns vom Tisch runterhöppelt. Normalerweise hängt er stabil an der Wand und schalte ihn jetzt mal auf Stufe 3. So, hör mal. Super angenehm auf jeden Fall. Flüsterleise. Aber man hört sagen, nichts, oder? Richtig. Nein, also definitiv um ein Vielfaches leiser als die klassischen Ventilatoren, diese Standventilatoren, die man normalerweise kennt. Und vor allen Dingen enorm effektiv. Also ich mag diese angenehme Brise. Nicht umsonst findet man in südlichen Ländern häufig, gerade auch dort, wo es richtig warm ist, wo es richtig schwül ist, diese großen Deckenventilatoren. Die drehen sich ja jetzt auch nicht wie ein Propeller da oben an der Decke. Die durchschneiden quasi ganz entspannt diese Luft und trotzdem kommt diese angenehm kühle Brise an. Sie entscheiden selber, ob mit Licht oder ohne, in welcher Lichtfarbe sie das haben möchten und vor allen Dingen in welcher Intensität. Aber egal, was Sie wollen, das Ganze funktioniert flüsterleise und wird ganz komfortabel einfach nur dort platziert, wo Sie vielleicht jetzt Ihre Deckenbeleuchtung haben. Darauf müssen Sie nicht verzichten. Sie ergänzen sie nur quasi noch mit einem tollen Ventilator. Ja, und diese Kombination ist doch wirklich richtig clever. Deckenbeleuchtung und Ventilator in einem Produkt und einem Gerät. Das finde ich wirklich super, weil sonst muss man sich da immer entscheiden. Aber hier bekommen Sie alles zusammen in einem Gerät mit 30 cm Durchmesser. Finde ich auch eine wunderbare Größe. 149,99 € Ihr TV-Sonderpreis. Mit der NX6438 und der 569 bestellen Sie sich hier die Schmuckstückchen direkt nach Hause und ich bin mir sicher, das wird auf jeden Fall für Kühlung schaffen oder sorgen, gerade jetzt im Sommer, wenn es immer wärmer wird. Heute war es ja auch hier schon richtig warm. Da steht die Luft schon ganz gewaltig, oder? Und genau da sind wir beim Thema. Wissen Sie, wenn die Luft so steht, wenn man selbst die Balkontür, die Terrassentür und alle Fenster im Raum auflassen kann und trotzdem bewegt sich die Luft nicht. Das stimmt. Da weiß man ja irgendwie gar nicht mehr wirklich, was man eigentlich noch tun soll. Manch einer geht dann auch gerne mal in den Keller, weil es da vielleicht dann doch ein bisschen kühler ist. Aber wir haben lange auf den Sommer gewartet und deswegen möchten wir ihn auch genießen. Und das kann man natürlich auch mit unserem zweiten Modell sicherlich ganz fantastisch tun. Gut 60 cm vom Durchmesser her, speziell was den Ventilator angeht, natürlich noch mal etwas mehr mit dem Beleuchtungselement. Und das Geniale ist, wir liefern Ihnen natürlich auch zu diesem Ventilator eine passende Fernbedienung mit dazu. Ja, so manch ein Technik-Fan ist aber auch begeistert, wenn er das Ganze ganz einfach über sein Smartphone steuern kann, so wie ich das jetzt hier gleich mal mache. Ich kann also jetzt hingehen und kann sagen, okay, ich möchte mir jetzt also hier mal die Lichtfarbe verändern. Dann sehen Sie diese Grafik hier. Die App gibt es übrigens kostenlos. Ja, das zeige ich Ihnen gleich, wenn wir zurück im Studio sind. Und dann können Sie ganz einfach die Lichtfarbe, die Lichttemperatur etwas kühleren, nennen wir es mal Arbeitsweiß, in ein etwas gemütlicheres Warmweiß verändern. So sieht das Ganze dann aus. Ganz einfach mit dem Finger drüber streichen und die Wunschlichtfarbe wählen. Auch die Intensität können Sie selber wählen. Das heißt, Sie können diese Beleuchtung entsprechend auch dimmen, was ich beispielsweise bei meiner Deckenbeleuchtung zu Hause nicht tun kann. Ich auch nicht. Da geht nur an oder aus in einer Farbe, die ich mir ausgesucht habe, mit der Birne in der Deckenbeleuchtung. Ja, und entweder friss oder stirb so ungefähr. Hier hast du also eine volle Kontrolle über die Beleuchtungsfarbe in deinem Wohnraum. Das ist das zweite Objekt, gerade bei dieser App, die es eben herstellerübergreifend für jeden Handyhersteller kostenlos für Sie gibt. Das heißt, Sie können hier mit einem Tastendruck ganz einfach den Ventilator zuschalten und auch hier die Geschwindigkeit über das kleine Drehrädchen da unten ganz einfach mit dem Fingertipp selber so einstellen, wie Sie es haben möchten. Manchmal brauchst du ein bisschen mehr Wind, manchmal brauchst du ein bisschen weniger. Übrigens haben beide Ventilatoren auch eine sehr schöne Schlafeinstellung, so eine Nachtlichtfunktion mit einer leichten Brise, mit einem dezenten Lichtschimmer. Und das sieht einfach klasse aus, gilt übrigens für alle beide. Jetzt gucke ich mal gerade hier, ich mache mir hier die Lichtfarbe etwas heller. Beziehungsweise, das ist keine schöne Farbe, das ist eine schönere Lichtfarbe. Harmonischer, oder? Da bleibt mal kurz bei mir, sag mal hier. So sieht das Ganze gemütlich aus. Und so kalt. Nee, will man nicht, ne? Wir wollen es gemütlich haben. Und bitte, das alles können Sie ganz einfach per Fernbedienung oder per App steuern. Suchen Sie sich Ihr Modell aus. Auch da die Bewertungen großartig. Und ich denke, der Sommer kann für uns alle kommen und ein Erlebnis werden.